Hallo und herzlich willkommen. Heute wollen wir uns in mehreren Videos mal dem Joule-Prozess annähern. Also wir hatten uns ja schon verschiedene Prozesse angeguckt: Dieselprozess, Ottoprozess, Carnot-Prozess. Durch den Carnot-Prozess sind wir dann ja auch zur Entropie gekommen. Und jetzt wollen wir uns mal den Joule-Prozess angucken. Das ist, wir sind alle schon mal mit dem Flugzeug geflogen und die Flugzeugtriebwerke, die arbeiten alle nach dem Joule-Prozess. Also das wird dann ein offener Prozess sein. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Sie hatten ja eine Hausaufgabe auf. Sie sollten sich eine Beispielaufgabe zur Entropie angucken. Da würde ich Ihnen als erstes einmal die Lösung zu vorstellen. Aber vorher machen wir noch eine kleine Wiederholung zur Entropie. Also es gibt eine neue Größe Entropie. Die wird mit S abgekürzt. Und wir können hierfür halt sagen, S 2 minus S1, das sollen kleine Buchstaben sein, also spezifisch das Ganze. Die Änderung der Entropie, die können wir halt schreiben, entweder durch oder kann die Entropie geändert werden durch reversible Vorgänge oder Delta irreversibel S. Und hierfür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten: die reversible Entropieänderung, Delta reversibel S. Die können Sie bestimmen, indem Sie sagen, das ist Integral irgendwie 1 nach 2 dq durch t. Wieso müssen wir das hier als Integral schreiben? Naja, im Normalfall ist es so, wenn Sie irgendwie Wärme übertragen, dann ändert sich ja die Temperatur. Das ist ja häufig das, was Sie erreichen wollen, die Temperaturänderung. Und das heißt, Sie müssen dann halt dieses Integral bilden, wie sich denn die Temperatur in Abhängigkeit der übertragenen Wärme ändert. Also dieses, na, das sieht ja fast aus wie ein R. Machen wir nochmal ein schöneres S mit Strich. Dritter Versuch, ein S zu schreiben. Naja. Gut. Das heißt, das hier ist immer verbunden mit Wärmeübertragung. Das ist die Möglichkeit. Und das, also das hier ist immer Wärmeübertragung. Wärmeübertragung. Gut. Und nehmen wir mal andere Farbe, dass wir das besser zuordnen können. Der Teil hier hinten, Delta irreversibel S, das ist quasi sowas wie hier so eine Einbahnstraße oder sowas. So können Sie sich das merken. Irreversibilitäten führen immer dazu, dass unsere Entropie ansteigt. Also das hier sind Irreversibilitäten. Was können das sein? Das können Sachen sein wie Druckausgleich. Druckausgleich, das kann sein Temperaturausgleich. Temperaturausgleich, Mischungsvorgänge. Also ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Mischungsvorgänge. Als Kind habe ich sehr gern mit Lego gespielt. Das Vermischen von Legosteinen klappt ganz hervorragend. Das Entmischen von Legosteinen, das ist wiederum sehr aufwendig. Also das ist im Grunde genommen auch Entropieerzeugung, wenn Sie da die Legosteine sich selbst überlassen. Und alles, was irgendwie mit Reibung oder so zu tun hat, Reibung oder insgesamt auch Verluste. Jetzt haben wir ein N zu viel. Reibung oder, ich nenne das, ach Mann, ist ja anstrengend heute mit diesem Stift. Oder insgesamt Verluste. Gut, und ja, das ist, weil das Ganze hier so wichtig ist, bekommt das auch einen eigenen Namen. Das hier ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Also, was sagt das Ganze aus? Entropie kann sich verändern, also Entropie ist eine Zustandsgröße und kann sich verändern einmal durch reversible Vorgänge. Ist also immer mit Wärmeübertragung verbunden, dadurch kann Entropie zu oder abnehmen. Und durch Irreversibilitäten, und Irreversibilitäten führen halt immer dazu, dass Entropie
zunimmt. Also das oder Delta irreversibel S muss immer größer gleich 0 sein. Gut, also das gilt immer. Das ist der zweite Hauptsatz. Der gilt für Wasser, für Stahl, für alles Mögliche. Und naja, was wir dann aber noch gemacht haben, ist, wir haben versucht, ja, Berechnungsformeln zu finden. Formeln für ideales Gas. Und die habe ich Ihnen hier einmal wieder mitgebracht. Da hatte ich Ihnen die Herleitung beim letzten Mal gezeigt. Sie können also entweder, wenn Sie Temperatur und das Volumen wissen, oder hier das spezifische Volumen, wenn Sie das wissen, schnappen Sie sich diese Formel. Wenn Sie Temperatur und Druck wissen, bei einer Zustandsänderung, dann schnappen Sie sich einfach die Formel. Und naja, das, was halt gelten muss, ist halt, dass trotzdem dieses S2 minus S1, das ist immer zusammengesetzt aus diesen beiden Bausteinen, also S2 minus S1 ist immer Delta reversibel S plus Delta irreversibel S. Gut. Und naja, gleich kommen wir zur Hausaufgabe. Vorher noch einmal Übersicht, das ist das Beispiel, was wir uns gleich angucken. Entropie und der Überströmversuch, Ihre Hausaufgabe. Dann kommt noch Entropie und Wärmeübertragung. Dann gucken wir uns ein TS-Diagramm an. Das führen wir einmal ein. Also, naja, wenn man hier eine neue Zustandsgröße hat, dann macht es ja vielleicht Sinn, dazu auch ein Diagramm zu machen. Das ist, bisher kennen Sie ja das PV-Diagramm. Das haben wir schon sehr viel verwendet. Und am TS-Diagramm kann man auch sehr viel dran erkennen. Das möchte ich Ihnen dann hier einmal vorstellen. Und zum Schluss kommen wir dann zum Joule-Prozess. Das ist halt so ein Gasturbinen-Prozess. Den gucken wir uns dann einmal an. Gut, Entropie, das war Ihre Hausaufgabe. Es soll ein Überstromversuch nach Gay-Lussac betrachtet werden, bei dem im Ausgangszustand zwei Kammern mit einem Volumen von jeweils 10 Litern durch ein Ventil voneinander getrennt sind. In der linken Kammer befindet sich Luft mit einem Druck von 10 Bar und einer Temperatur von 550 Grad Celsius. Der Versuchsaufbau ist ideal isoliert, sodass von adiabaten Randbedingungen ausgegangen werden kann. Luft kann als perfektes Gas mit R gleich 287 Joule pro Kilogramm Kelvin und Kappa gleich 1,4 angenommen werden. Wie groß sind Druck P2 und Temperatur T2 nach Öffnen des Ventils? Bestimmen Sie die Änderung der Entropie S2 minus S1, wenn beide Kammern miteinander verbunden werden. Wie groß ist der Anteil, der auf Irreversibilitäten zurückgeht? Also, Überströmversuch nach Gay-Lussac. Ich skizziere Ihnen das noch einmal. Wir sagen, wir haben hier unsere eine Kammer. Wir haben hier zwischen ein Ventil. Wir haben hier unsere zweite Kammer. Und das Ganze ist in einer großen Box. Und diese große Box, die soll halt perfekt isoliert sein. Die soll halt adiabat sein. Dann haben wir hier ein Volumen von 10 Litern. Hier haben wir auch ein Volumen von 10 Litern. Und wir haben hier am Anfang haben wir einen Druck von 10 Bar und eine Temperatur von 550 Grad Celsius. Und hier haben wir 0 Bar Vakuum. Naja, Vakuum heißt ja, dass da gerade keine Masse drin ist. Das heißt, wir können dafür auch keine Temperatur definieren. So, und dann öffnen wir irgendwann das Ventil. Also das hier wäre Zustand 1. Schreiben wir mal hier hin. 1. Voröffnen des Ventils. Und naja, im Zustand 2 wollen wir jetzt ja gerade das Ventil öffnen. Also 2 soll sein nach Öffnen des Ventils. Gut, was wissen wir dann? Also, wir können erstmal sagen, für Zustand 1 könnte man sich ja mal fragen, ja, wie groß ist denn die Masse
die wir hier in unserem System drin haben. Das sollte mittlerweile schon bei Ihnen relativ gut klappen. Die Masse wäre halt einfach ideales Gasgesetz. Das ist P mal V durch R mal T. 10 bar sind 10 hoch 6 Pascal, also Newton pro Quadratmeter, mal 10 Liter sind 0,01 Kubikmeter, geteilt durch 287 Joule pro Kilogramm Kelvin, mal die Temperatur 550 plus 273,15 sind 823, ich gucke lieber nochmal, 823,15 Kelvin. 823,15 Kelvin. Wenn Sie das dann ausrechnen, dann kommen Sie auf eine Masse von 0,042 Kilogramm, also 42 Gramm an Luft haben wir hier in der linken Kammer. So, und was wissen wir? Naja, die Masse kann sich ja nicht verändern. Das heißt, die muss halt entsprechend konstant sein. Also die Masse, die wir vorher nur in der linken Kammer haben, die muss anschließend halt auch auf beide Kammern aufgeteilt sein. So, was wissen wir über das Volumen? V2 muss dann halt, naja, das Gas kann sich jetzt ja auf beide Kammern aufteilen, also ist unser Volumen, das sind 20 Liter. Einfach nur das Ganze addiert. So, und jetzt müssen wir uns einmal überlegen, okay, was gilt denn hier drin? Wir können jetzt ja insgesamt rausfinden, ja, wie groß ist denn, ja, oder wie ist denn die Energie, die hier in dem System drin ist? Das heißt, wir können sagen, die innere Energie U2 minus U1. Zustand 1 wäre halt, die innere Energie wäre nur hier in der linken Kammer quasi, weil da nur Gas ist. Ja, und was war der erste Hauptsatz? Erster Hauptsatz, U2 minus U1, das ist ja W12 plus Q12. Der erste Hauptsatz gilt immer. So, und dann gucken wir einfach mal, was wissen wir, welche Randbedingungen wir hier haben. Wir haben hier ja gerade, na, ich nehme nochmal eine andere Farbe, dass Sie wissen, wo das herkommt. Wir haben hier ja gerade gesagt, das Gesamtsystem ist adiabat. Naja, adiabat heißt keine Wärmeübertragung. Insofern ist Q12 ist einfach 0. Können wir also durchstreichen. So, dann gucken wir jetzt noch einmal hier hin. Sehen Sie irgendwo Arbeit, die übertragen wird über die Systemgrenze? Wird da irgendwo von außen, wird da irgendwie eine Kraft übertragen, dass das Gas zusammengedrückt wird oder wird Arbeit abgeführt oder so? Nee, das sehen Sie nicht. Das heißt, wir können auch sagen, dass wir hier keine Arbeit übertragen. Das heißt, U2 minus U1 ist entsprechend gleich 0. Und was bedeutet das nochmal? Wenn das hier gleich 0 ist, dann können wir das ja über kalorische Zustandsgleichung können wir schreiben. Das ist gleich M mal CV mal T2 minus T1. Naja, und wenn das gleich 0 sein soll, dann können wir hier halt sofort sagen, T2 ist gleich T1, ist gleich 550 Grad Celsius, sind gleich 823,15 Kelvin. Gut. Das hatte ich eigentlich schon mal relativ ausführlich hergeleitet. Ich hatte gesehen, bei den Lösungen haben das nicht alle hingekriegt. Deswegen habe ich das hier nochmal ein bisschen ausführlicher gemacht. Also Sie dürfen jetzt hier nicht irgendwie eine Zustandsänderung einfach blind annehmen. Also ich meine so richtig was, isobar wird es nicht sein, isochor wird es nicht sein, isotherm. Ja, kommt halt, also es kommt dann raus, dass sich die Temperatur nicht ändert, aber Sie können die Formeln aus der Tabelle da nicht einfach für anwenden, weil wir hier ja gerade keine Wärme übertragen und keine Arbeit haben. Und isentrop können Sie hier halt auch nicht so einfach rechnen. Also einmal mit der Überlegung, wenn Sie hier sehen, quasi ein abgeschlossenes Gesamtsystem, dann kommt da halt raus, dass sich die Temperatur nicht ändert, dass wir aber keine Arbeit und keine Wärme übertragen haben. Gut, und jetzt schreibe ich Ihnen noch einmal formal hin, wie Sie auf den Druck kommen, dass
Also Sie können das jetzt hier einfach über die Masse wieder ausrechnen. Sie wissen ja, dass die Masse konstant ist. Also können wir jetzt hier einfach sagen, P2 ist gleich m mal r mal T2 durch V2, also 0,04. Der Stift ist heute wieder in Bestform. 0,042 Kilogramm mal 287 Joule pro Kilogramm Kelvin mal 823,15 Kelvin geteilt durch 0,02 Kubikmeter. Und wenn Sie das ausrechnen, dann kommen Sie halt drauf, dass sich der Druck gerade halbiert, dass Sie hier halt 5 mal 10 hoch 5 5 mal 10 hoch 5 Pascal haben oder entsprechend 5 Bar. Gut, das war jetzt eigentlich nur das Vorgeplänkel. Wir haben uns jetzt hier nur kurz die Zustandsgrößen besorgt, die wir jetzt halt brauchen. Und naja, jetzt können wir hier nochmal zurückgucken. Wir haben jetzt eine Zustandsänderung, wo sich die Temperatur nicht ändert. Laserpointer. Wir haben eine Zustandsänderung, wo sich die Temperatur nicht ändert, wo wir aber was über den Druck wissen, oder wir könnten das eigentlich auch mit dem Volumen machen. Nehmen wir hier einfach mal den Druck. Das heißt, unsere Entropieänderung können wir über diese Formel hier berechnen. Der vordere Teil fällt dann einfach weg. Und es ist hier halt nach Großbuchstaben gefragt. Insofern müssen wir noch mit der Masse multiplizieren. Also, wir brauchen jetzt S2 minus S1 ist gleich minus m mal r mal ln P2 durch P1. Und naja, was wissen wir noch? Es gilt halt weiterhin zweiter Hauptsatz. Das heißt, wir können hier sagen, das muss trotzdem noch gleich sein. Delta reversibel S plus Delta irreversibel S. Aber rechnen wir erstmal das Ganze aus. Das ist minus, die Masse war 0,042 Kilogramm mal 287 Joule pro Kilogramm Kelvin mal ln P2 waren 5 Bar. Ich schreibe mir jetzt mal die Umrechnung in Pascal, damit das nicht ganz so lang ist. Das macht mit dem Stift heute ja wenig Spaß. Die Einheit kürzt sich ja eh raus. Insofern ist das hier nicht weiter schlimm, dass wir nicht in Pascal umrechnen. Also Bar geht gegen Bar weg, Kilogramm geht gegen Kilogramm weg. Dann haben wir als Einheit Joule pro Kelvin entsprechend über. So, auch das macht wieder Sinn. Wir haben hier 5 durch 10 ist irgendwie ist ein halb. Ln von irgendwas kleiner 1 ist negativ. Und minus mal minus ist plus. Insofern kriegen wir dann hier eine Entropiezunahme raus. Das heißt, wir haben jetzt hier ein positives Vorzeichen. Und dann sind das 8,355 Joule pro Kelvin. Das ist unsere Entropieänderung bei diesem Versuch, den ich Ihnen eben gerade gezeigt habe. So, und jetzt war ja noch die Frage, welcher Teil davon geht dann auf Irreversibilitäten zurück? Und naja, noch einmal kurz überlegen, wie ist unser Gesamtsystem? Wir haben ja hier gerade ein adiabates Gesamtsystem. Na, was bedeutet das nochmal? Das hier oben, das ist ja Integral 1 durch t dq. Naja, wenn wir aber ein adiabates Gesamtsystem haben, dann ist dq ist ja mit dq gleich 0. Wir übertragen ja gerade keine Wärme. Dementsprechend fällt der Term hier komplett weg. Und wir können jetzt halt sagen, okay, das, was wir hier ausgerechnet haben, das muss komplett auf Delta irreversibel S zurückgehen. Und naja, was war nochmal die Randbedingung hierfür? Mit Delta irreversibel S größer gleich 0. Und das ist halt hier erfüllt. Können wir also einen Haken dran machen. So, jetzt könnte man ja sagen, toll, haben wir irgendwas ausgerechnet, ist ja super.
Wir können uns jetzt ja mal die Frage stellen nach der Umkehrbarkeit. Also Umkehrbarkeit, das würde ja bedeuten, Gas mit 5 Bar in beiden Kammern. Das wäre jetzt unser neuer Zustand 1 und unser neuer Zustand 2 wäre jetzt Gas in linker Kammer mit 10 Bar. Und naja, können wir einfach mal sagen, ist das möglich? Also spontan würden Sie jetzt ja irgendwie sagen, nee, habe ich noch nie beobachtet, dass sich in der rechten Kammer spontan ein Vakuum bildet und links Überdruck. Aber so richtig begründen können wir das bisher ja noch nicht. Wenn man jetzt also das ganze Rechenbeispiel, wenn man das jetzt einmal rückwärts durchrechnen würde, dann würde hier jetzt halt rauskommen für diese neue Zustandsänderung S2 minus S1. Wäre, wir haben ja wieder die gleiche Masse, wir setzen hier alles ein so wie oben, halt nur quasi mit Zustand 1 und 2 getauscht. Minus m mal r mal ln P2 durch P1, das ist also gleich minus 0,042 Kilogramm mal 287 Joule pro Kilogramm Kelvin mal ln 10 bar durch 5 bar. Wenn Sie das einsetzen, dann kommt hier ein Wert raus von minus 8,355 Joule pro Kelvin. Naja, und es gilt ja das gleiche Argument. Wir haben keine Wärmeübertragung. Das heißt, das Ganze hier müsste jetzt Delta irreversibel S sein. So, und was stellen wir jetzt aber fest? Wir kriegen jetzt raus, okay. Die Entropieänderung, die wir rein formal berechnen können, hat ein negatives Vorzeichen. Und das kann aber nur, also den einzigen Mechanismus, den wir haben, um diese Entropieänderung hervorzurufen, sind Irreversibilitäten. Und naja, wir wissen ja mit Delta irreversibel S größer gleich 0. Das heißt, das hier ist ein Widerspruch. Widerspruch zu zweiten Hauptsatz. Und naja, also wir würden jetzt hier rauskriegen, Delta irreversibel S ist negativ, ist kleiner 0. Das widerspricht einer fundamentalen Aussage aus dem zweiten Hauptsatz. Und das macht die Natur nicht. Die ist da sehr streng. Und das heißt, dieser Prozess läuft nicht ab. Also können wir sagen, keine Umkehrbarkeit. Also hier hatten wir ja die Frage gestellt, ist das Ganze umkehrbar? Und wir können jetzt beantworten mit einem Satz, ganz schnell, können wir einfach sagen, nein. Und jetzt, das ist jetzt die erste Stelle, wo Sie halt wirklich sagen können, anhand des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, das ist ein Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, deswegen läuft das nicht ab. Das ist das erste Mal, wieso Sie halt physikalisch begründen können, wieso nicht einfach sich das Gas überlegt, ach, hier mache ich mal Vakuum, drüben mache ich mal Überdruck. Das passiert halt nicht, weil das ein Verstoß gegen den zweiten Hauptsatz wäre. Okay. Das als Erklärung zu der Aufgabe, die Sie beim letzten Mal rechnen sollten. Ich hoffe, dass Ihnen jetzt so ein bisschen so langsam, dass Sie zumindest das Gefühl haben, dass diese Entropie eine ganz coole und mächtige Größe ist, weil Sie damit halt sagen können, okay, laufen denn Prozesse ab oder laufen sie nicht ab? Und Sie können jetzt Sachen erklären, die Sie bisher irgendwie nur so, ja, weiß ich nicht.
habe ich noch nie beobachtet oder so auf so einer Erfahrungsbasis beschreiben können. Vielen Dank fürs Zuhören und es geht dann gleich weiter mit dem nächsten Beispiel zur Entropie.